Einst war Nautilus ein Seemann, der von der Kriegsakademie angeheuert wurde, die unerforschten Weiten des Meeres des Behüters zu erkunden. Diese Expedition brachte ihn tief hinein in unbekannte Gewässer, wo er und seine Besatzung herausfanden, dass sich in einem großen Teil des Ozeans, anstelle der tiefblauen Wellen, eine schwarze, ölige Flüssigkeit befand, die keiner von der Mannschaft einzuordnen wusste. Obwohl es ihre Aufgabe war, alles Neue, was sie fanden, zu untersuchen, war kein Mann an Bord willens, dem trüben Wasser zu trotzen. Abgesehen von Nautilus. Nur wenige Augenblicke, nachdem er den schwergewichtigen Taucheranzug angelegt hatte und über die Reling des Schiffes geklettert war, packte ihn etwas, das in der Brühe gelauert hatte. Er klammerte sich an das Schiff, aber das Ding aus der Tiefe zog unerbittlich an ihm, wodurch das gesamte Schiff ins Wanken geriet. Die anderen Seemänner bekamen Angst und trafen eine schreckliche Entscheidung. Noch während er sie ungläubig anstarrte und um Hilfe flehte, lösten sie mit einem Ruck seinen Griff von der Reling. Er stürzte in das tiefschwarze Meer, während er in seiner Verzweiflung vergeblich nach dem Anker griff. Als er immer tiefer hinabsank, konnte er nichts anderes tun, als zuzusehen, wie der dunkle Umriss des Schiffes immer kleiner wurde. Dann wurde alles schwarz. Als Nautilus erwachte, war er zu etwas anderem geworden. Der riesige eiserne Anzug war jetzt auf unerklärliche Weise Teil von ihm, so dass er nicht sagen konnte, wo dieser endete und er selbst begann. Alle Einzelheiten seiner Erinnerung waren verschwommen. Nur eine Tatsache stach kristallklar heraus. Er war hier zurückgelassen worden, allein in den Tiefen, in welche die Sonne niemals vordrang, um zu sterben. In seinen Händen hielt er noch immer den Anker, der zu den Männern gehörte, die sein Schicksal besiegelt hatten. Da er keinen anderen Sinn sah, nahm er diesen Hinweis und stapfte los, um nach Antworten zu suchen. Er streifte ziellos und ohne jedes Zeitgefühl durch so etwas wie einen nie enden wollenden Traum. Als er strauchelnd an der Küste von Bilgewasser angelangte, konnte er keine Spur mehr von dem Mann finden, der er einst gewesen war. Kein Haus, keine Familie, kein Leben, zu dem er hätte zurückkehren können. Entsetzte Seeleute, die seine Geschichte gehört hatten, wiesen Nautilus den Weg zurück zur Akademie. Doch die Beschwörer weigerten sich, die Namen derer preiszugeben, die sie außer ihm noch angeheuert hatten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Nautilus bereits von der Liga der Legenden gehört. Darin sah er eine Möglichkeit, jene aufzuspüren und zu bestrafen, die für die Zeit und das Leben, das er verloren hatte, verantwortlich waren.